Nach einem Flug als Ü-Sardine warte ich jetzt hier auf mein Gepäck. Drückt mir die Daumen, dass das ankommt. Ja. Ein Wahnsinn, bin fix und fertig. Bin jetzt 24 Stunden rumgeflogen. Trambahn, U-Bahn, drei Flieger. Ach, unglaublich. Guten Morgen, hört ihr den Hahn schreien? Es ist ganz in der Früh und ich bereite gerade meine Unterwasserkamera vor. Hier werde ich die kleine GoPro hier in das Unterwassergehäuse hineinbauen und dann schaue ich mir mal Raphaels Coral Castle an. Das liegt jetzt hier nicht weit draußen. Ja, vielleicht 30, 40 Meter oder so ungefähr muss man hier durchs Riff tauchen. Da ist dann diese große schadhafte Stelle, wo er diese Konstruktion mit eurer Hilfe, das muss man an der Stelle wirklich sagen, aufgebaut hat. Es ist schon komplett im Wasser versenkt und es sind auch an einigen dieser Strukturen schon Korallen draufgebunden, noch nicht alle. Und das wird er heute weitermachen, einige nochmal kontrollieren. Und dann nimmt er mich mit und damit natürlich auch euch. Und ich werde da nur schnorcheln können. Weder die Kenntnis noch die Lizenz, mit einer Taucherflasche zu tauchen. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, war im Ammersee zu tauchen.
halt einfach mit dem Schnorchel und der Taucherbrille und hier in so einem richtigen Ozean war ich noch nie. Da bin ich jetzt unglaublich gespannt, wie das da unten aussieht. Also ich meine, ich habe natürlich schon ein paar Fotos und Filmaufnahmen gesehen, wie ihr ja auch, aber es mit eigenen Augen zu sehen, da bin ich sehr gespannt. Ich bin ganz schön aufgeregt, also jetzt einmal basteln. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt richtig hören könnt, ob die einen vernünftigen Ton hat. Hier ist mein Taucher-Equipment. Ja, dann geht's los. Auf geht's, ins Wasser rein. Unglaublich da unten. Das sieht so toll aus. Der Raphael bereinigt jetzt so ein bisschen diese Zip-Ties, diese Kabelbinder, weil die Korallen sind schon ein bisschen angewachsen und jetzt werden praktisch die überstehenden Stücke abgeschnitten und ein paar der Türme sind schon schön richtig voll bepflanzt und wenn alles gut geht und noch ein paar mithelfen, dann dürfen wir in der Woche die anderen auch komplett bepflanzen. Und dann ist das erst einmal fertig. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt komme ich gerade zurück vom Tauchen. Das sieht ja unglaublich aus. Es sind schon so viele Fische, die da in dem Coral Castle ihre Heimat gefunden haben. Die sich verstecken da zwischen den Stangen. Und ja, es entwickelt sich ganz großartig. Und wenn man da unten taucht, das ist so eine ganz andere Welt. Das ist unbeschreiblich. Hätte ich mir jetzt, ich meine, man kennt diese Filme, aber so hätte ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Also ich habe ein bisschen auch nicht Angst gehabt, aber ja, schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ja. Man ist halt wirklich da in einem Ozean und wenn man an den Gestellen eben weitergeht, dann geht es halt wirklich tief runter. Mein Foto in seiner natürlichen Umgebung. Ja, das ist mein Frühstück halt. Schaut gut aus, oder? Da ist mit so
Sachen drauf. Also bevor es dann in den Pool geht, gehe nämlich heute zu meiner allerersten richtigen Super-Dive-Lesson. Essen erst einmal ein kräftiges Frühstück, das wir hier in einem ganz traditionellen Frühstückslokal zu uns nehmen. Jetzt hoffe ich, dass ich noch einen Kaffee dazu bekomme. Und dann freue ich mich und ich bin schon ein bisschen auch aufgeregt. Sehr gut. Unglaublich aromatisch und gar nicht so scharf. Entweder kennst du mir gleich, du bist sowas Scharfes, oder? Genau richtig. Sehr gut. Jetzt probier einmal den Kaffee. Den kann man sich hier aussuchen. Der hängt da auf diesen Stangen. Oh, der ist süß. Aber stark. Der wird mich wach halten heute. Der Atemzug unter Wasser, das ist immer was ganz Besonderes. Nach diesem wunderbaren Tag im Pool. Und schaut mal, was ich hier für eine Aussicht gehabt hätte, wenn ich nicht immer drunten gewesen wäre. Der Inri, mein Tauchlehrer, hat mich den ganzen Tag hier alles gelehrt, was man übers Tauchen wissen muss. Naja, wahrscheinlich nur über die Sachen, die ich hier im Pool wissen muss. Inri, and don't be too honest. How did I do? Yeah, after so many tries, so many demonstrations we did, you're doing so good. Yes. Thank you. Da habt ihr es gehört, aus professionellem Munde. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Es gibt auch hier so ein Zeichenblock, mit dem man unter Wasser zeichnen kann. Und jetzt ratet mal, wer da jetzt demnächst runtertaucht und die Mantas live malen wird. Naja, oder sowas ähnliches. Jedenfalls, Inri, am I ready for the Mantas? Be ready for tomorrow! Nicht nur, dass ich mit dem Inri einen ganz geduldigen und gewissenhaften Tauchlehrer gefunden habe. Das Allerbeste ist seine Frau, die Dori. Die ist nämlich eine waschechte Partenkirchnerin. Und die hat hier über den Tag mir ein bisschen das Händchen gehalten. Sag einmal, Dori, wie hat es dich hierher verschlagen? Ja, die Liebe zum Tauchen hat mich dann doch irgendwann dazu gebracht, dass ich alles aufgegeben habe. Ich habe in Garmisch als Krankenschwester und therapeutisch gearbeitet
Ja, und jetzt lebe ich im Paradies und bin immer wieder froh, wenn Besuch aus der Heimat vorbeischaut und man so ein bisschen das Heimweh lindern konnte. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man ein bisschen Heimweh hat, oder? Was geht denn dir am meisten ab? Ja, mein guter Leberkäse, vielleicht noch mal ein Fleischsalat oder Weißwurst, aber vor allen Dingen auch der bayerische Humor und die Gemütlichkeit. Aber ich finde es gemütlich ist ja auch. Also ich habe hier schon einige ganz tolle Cafés und Restaurants gehört. Ich finde, das hat auch ein bisschen griebig sind die Indonesische auch, oder? Ja, find aber schon anders. Anders griebig, genau. Ja, das war hier mein erster Tauchtag. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann. Gerd euch.